Horoskop für heute, Widder, 9. November 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie können zu Beginn des Tages ziemlich zielorientiert sein, aber im Laufe des Tages können Meinungs- oder Zeitplanänderungen Ihre Aufmerksamkeit von Ihren Prioritäten ablenken. Zum einen kann ein Venus-Uranus-Transit ruhelose Gefühle hervorrufen. In diesen Tagen geht es Ihnen am besten, wenn Sie über Ihre üblichen Grenzen hinausgehen. Versuchen Sie also, mit den Ängsten vor Veränderungen umzugehen, um sie zu überwinden. Zum anderen können sich aufgebaute Ressentiments oder Frustrationen, insbesondere in Ihrem Liebes- oder Sozialleben, einen Siedepunkt erreichen, wenn der Mond dem Mars gegenübersteht. Während Sie mit endgültigen Entscheidungen warten sollten, sollten Sie alle Gefühle, die heute an die Oberfläche kommen, zur Kenntnis nehmen, auch wenn sie irrational erscheinen, aber denken Sie daran, dass Sie noch nicht danach handeln müssen. Mehrmals im Jahr beobachten wir, wie der mentale Merkur am Himmel vorwärts und rückwärts tanzt. Obwohl dies letztlich eine optische Täuschung ist, hat es Auswirkungen auf uns hier auf der Erde. Als Planet des Geistes und der Kommunikation durchläuft er während seiner kosmischen Flüge vier besondere Phasen. Die als Vorschatten bekannte Phase beginnt immer Wochen vor einer offiziellen Rückläufigkeit. Sie ist bemerkenswert, weil unser kosmischer Bote dann den Punkt passiert, zu dem er am Ende der Rückwärtsspirale schließlich zurückkehren wird. Ab diesem Punkt beginnen die Dinge auch immer langsamer zu werden. Seien Sie vorsichtig! Die Vorschattenperiode für den bevorstehenden rückläufigen Merkur beginnt heute. Ab heute sollten Sie deshalb bei allen neuen Plänen für Ihren beruflichen Werdegang eine Pause einlegen. Der Kauf von Flugtickets, ein Umzug für die Arbeit oder die Teilnahme an einem neuen Bildungsprogramm passen derzeit möglicherweise nicht zu Ihrem beruflichen Werdegang. In der Zwischenzeit sollten Sie sich vielleicht mehr auf Ihre größere berufliche Gemeinschaft und Ihre Arbeitsfreunde konzentrieren, da der Mond später auch in den Wassermann eintritt. Nehmen Sie während dieser herzlichen Lunation wieder Kontakt zu Ihren Arbeitsfreunden online und offline auf. Verwöhnen Sie Ihren Körper heute mit etwas mehr Zuneigung. Die himmlische Energie deutet darauf hin, dass Ihre Gelenke besonders die Unterstützung durch gute, lange Dehnungen und eine tiefe Massage benötigen. Besonders vorteilhaft wäre die Teilnahme an einem virtuellen Fitnesskurs. Außerdem ist alles zu empfehlen, was Sie tun können, um Wärme und Wärme in Ihr Leben zu bringen. Sie können es mit Meditieren versuchen und sehen, ob Sie es in Gedanken auf eine exotische Tropeninsel schaffen. Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihre Energie heute etwas niedrig ist. Es ist ein Tag und oft verlangt sein Wesen nach Ruhe und innerer Einkehr. Angesichts Ihrer sehr aktiven Natur kann es gut sein, dass Sie sich für solche Dinge nicht genügend Zeit nehmen. An diesem Tag kann es jedoch anstrengender sein, gegen die Schwingungen anzukämpfen, als einfach mit dem natürlichen Fluss zu gehen. Lassen Sie es heute ruhig angehen. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und vermeiden Sie stressige Situationen. Wenn Sie können, genießen Sie einen komplett freien Tag. Morgen sind Sie wieder auf dem richtigen Weg. Der Mond hat gestern vielleicht einen abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops verlassen, aber da Venus ihre letzten Tage hier und Mars seine ersten Tage in einem spielerischen und kreativen Teil verbringen, wird dies die Nadel nicht zu weit von der anderen Seite weg verschieben, obwohl Sie einen wichtigen Tag erreicht haben, um sich beruflich zu orientieren. Stattdessen kann ein gleichmäßiger Zug von beiden Seiten des Lebenszauns helfen, die Dinge im Gleichgewicht zu halten. Zu wissen, dass die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebenszorns voller Energie bleibt, während Sie in die entscheidendsten Wochen dieses Berufsjahres eintreten, macht die richtige Balance zwischen Arbeit und Privatleben wichtiger denn je. Venus, der Planet der Liebe, befindet sich jetzt in Ihren letzten Tagen in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops und bildet einen freundlichen Aspekt zum Zwergplaneten Eris, der Kriegerprinzessin des Kosmos. Dies verleiht Venus Mission, den Geist der Romantik und des Abenteuers zusammenzubringen, viel mehr Leidenschaft. Nur noch wenige Tage, bevor Sie einen abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops verlassen, aber mit Mars, dem Kriegerplaneten des Kosmos, der sich jetzt in Ihrem romantischen Sektor befindet, sind Sie bereit, zu kämpfen, wenn es darum geht, was Sie von der Liebe wollen. Täglicher Planetenüberblick. Heute beginnt die Vorschattenphase für die letzte rückläufige Merkurbewegung des Jahres. Betrachten Sie diese Zeit als langsamen, subtilen Aufbau von Energien,
kleine Anstöße aus dem Universum, die auf Themen für die kommenden Wochen hindeuten. Sie bemerken vielleicht bereits Anzeichen kleiner Störungen, Verzögerungen oder sogar Momente der Besinnung, die Ihnen eine Vorstellung davon geben, was sich während der Rückläufigkeit selbst entwickeln könnte. Es ist wie die Eröffnungsszenen eines Theaterstücks, in denen sich die Handlung zu formen beginnt. Wenn Sie jetzt auf diese subtilen Hinweise achten, finden Sie vielleicht sogar Möglichkeiten, die klassischen Verwechslungen der rückläufigen Merkurbewegung bei Kommunikation, Reisen oder Planung zu umgehen oder sich darauf vorzubereiten. Haben Sie schon einmal einen dieser rückläufigen Momente erlebt, in denen alles schief zu laufen schien? Nun, diese Vorschattenphase ist eine Chance, der Kurve ein wenig voraus zu sein, alles zur Kenntnis zu nehmen, was sich seltsam anfühlt, und sich vielleicht sogar entsprechend anzupassen. Bei der Arbeit stehen Sie vielleicht vor ein paar neuen Hürden, die Ihren Fortschritt zunächst zu behindern scheinen. Aber lassen Sie sich nicht entmutigen, betrachten Sie diese Momente als vorübergehende Pausen, die Sie einladen, Ihren Ansatz zu schärfen. Diese Phasen kommen und gehen und ermöglichen es Ihnen, sich neu zu formieren und Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Auch in Ihrem Privatleben fühlen Sie sich vielleicht ein wenig uninspiriert oder als ob die Dinge mit den Menschen um Sie herum ein wenig abgestanden sind. Wenn das der Fall ist, ist dies eine wunderbare Gelegenheit, die Dinge aufzurütteln. Brechen Sie aus Ihrer Routine aus, indem Sie etwas Außergewöhnliches organisieren, ein Überraschungsessen, eine neue Aktivität oder auch nur ein herzliches Gespräch. Manchmal braucht es nur eine kleine Veränderung, um diesen Funken neu zu entfachen und Ihren Beziehungen eine neue Perspektive zu verleihen. Hatten Sie schon einmal einen einfachen Ausflug oder ein einfaches Ereignis, das Ihre ganze Woche unerwartet aufgehellt hat? Teilen Sie es gerne mit uns, es ist erstaunlich, wie kleine Dinge so viel bewirken können. Es können Zweifel aufkommen, die unerwartete Komplikationen an die Oberfläche bringen. Diese Momente des Zögerns können jedoch wertvolle Erkenntnisse liefern und Ihnen Bereiche aufzeigen, in denen Sie möglicherweise etwas mehr Klarheit oder Selbstvertrauen benötigen. Sie fühlen sich möglicherweise energiegeladener, aber möglicherweise auf eine Art und Weise, die sich zerstreut oder unkonzentriert anfühlt. Nutzen Sie diese Energie mit Bedacht und versuchen Sie, Situationen zu vermeiden, die zu Spannungen oder Missverständnissen mit anderen führen könnten. Anerkennung für Ihre Bemühungen ist wahrscheinlich, aber denken Sie daran, dass Zusammenarbeit und Respekt einen großen Beitrag dazu leisten, dass Ihre Erfolge von Dauer und harmonisch sind. Haben Sie schon einmal erlebt, dass Sie durch Zusammenarbeit dem Erfolg tatsächlich näher gekommen sind als allein? Betrachten Sie den heutigen Tag als eine sanfte Erinnerung daran, dass die besten Siege manchmal diejenigen sind, die man mit anderen teilt. Diese Zeit kann in Ihnen einen Abenteuerdrang wecken, eine Sehnsucht, neue Orte, Menschen oder Erfahrungen kennenzulernen. Wenn Sie an Reisen oder sogar einen spontanen Tagesausflug denken, sollten Sie dieser Neugier folgen. Manchmal kann ein ungeplantes Abenteuer genau das sein, was wir brauchen, um neue Kraft und Kreativität zu tanken und wiederzuentdecken. Zögern Sie nicht, auf andere zuzugehen, neue Leute kennenzulernen oder einfach nur das Wunder einer wunderschönen Aussicht zu genießen. Diese Momente bringen oft einzigartige, unvergessliche Erinnerungen und sogar Freundschaften mit sich, die ein Leben lang halten können. Stellen Sie sich vor, Sie wagen einen Vertrauensvorschuss, machen diese Reise oder nehmen an dem Kurs teil, den Sie schon immer einmal ausprobieren wollten. Könnte heute der Tag sein, an dem Sie Ihre Komfortzone verlassen? Es ist unglaublich, wie kleine Momente des Mutes uns auf unerwartete Weise inspirieren können. Diese Phase ist auch eine Einladung, Ausgeglichenheit und Selbstfürsorge zu üben. Wenn Sie bei der Arbeit oder in Ihren persönlichen Projekten viel geleistet haben, denken Sie daran, sich die Zeit zum Entspannen zu nehmen. Sich Zeit zum Stressabbau zu nehmen ist nicht nur ein Luxus, es ist wichtig, um Ihre Energie und Konzentration aufrechtzuerhalten. Widmen Sie einen Teil Ihrer Freizeit Aktivitäten, die Ihnen Freude und Frieden bringen, sei es ein Hobby, ein Training oder einfach nur das Entspannen mit einem guten Buch. Dadurch laden Sie nicht nur Ihre Batterien wieder auf, sondern helfen Ihnen auch, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Finanziell verspüren Sie vielleicht den leichten Drang, sich nach all der harten Arbeit etwas zu gönnen, um sich selbst zu belohnen. Und das ist absolut in Ordnung. Behalten Sie einfach Ihre Ausgaben im Auge und fragen Sie sich, wie viel Freude Ihnen ein Kauf wirklich bereitet.
In etwas Sinnvolles zu investieren, sei es ein Geschenk für sich selbst oder ein Erlebnis, ist vollkommen in Ordnung, solange es mit Ihren Werten und Ihrem Budget übereinstimmt. Haben Sie sich schon einmal etwas Besonderes gegönnt und festgestellt, dass es Ihre ganze Woche verschönert hat? Heute ist ein guter Tag, um über diese kleinen Investitionen in Glück nachzudenken und Bilanz über Ihre Ausgabegewohnheiten zu ziehen. Solange Ihre Finanzen in Ordnung sind, können Sie die Früchte Ihrer Arbeit genießen.